Übrigens, meine Haare sehen einfach ein bisschen seltsam aus, weil da gestern noch Locken drin waren. Aber irgendwie waren die schon nicht mehr schön. Warum rechtfertigen sich alle YouTuber für ihre Haare? Komm, schneiden wir raus. Leute, Trash TV Magazine. Nee. Leute, Trash Magazine is back. Ich habe hier damals abstimmen lassen, welche Zeitung ich kaufen soll. Ich habe im Endeffekt beide gekauft, obwohl die andere irgendwie 85% der Stimmen hatte, weil das hat mich gecatcht, was hier drauf steht. Pass auf, hier steht, wo steht es denn nochmal? Hier, dick gelb eingekreist steht hier 49 Dinge, die jede Frau können sollte. Da dachte ich, komm, Vivi, du wirst wahrscheinlich nicht das Frauenklischee bedienen. Und dann habe ich gedacht, doch, die brauche ich auch. Ich schwöre dir, wenn da sowas steht wie, müssen sie sich schminken können oder müssen kochen können, ich zerreiß die Zeitung. Ich zerreiß sie, das schwöre ich. So, aber gucken wir uns noch mal dieses Huch Beautiful Deckblatt an, ja? Also, die heißt die Mailu. Mailu? Mailu, wahrscheinlich. Hier steht erstmal drauf, wie wir beweglich und fit bleiben. Gesunde Gelenke. Die besten Tipps vom Experten. Das klingt doch schon mal nicht ganz so trashig wie die letzte. Hier, schnell 7 Pfund weg. Ich verzichte nur kurz auf Fleisch. Ich könnte jetzt eine Debattendiskussion anfangen, aber für die Welt und für das Tierleiden und steinigt mich alle ruhig, ist okay. Es ist eigentlich gut, wenn wir grundsätzlich auf Fleisch verzichten, was ich ja schon irgendwie 1,5 Jahre mache, aber aus ethischen Gründen. Ja, was Sie Ihre beste Freundin niemals fragen würden. Ich schwöre dir, das finden wir raus. Gesundheit, die Flümpf, 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 Flümpf. Die 5 Pflegegrade einfach erklärt. Okay? Frau wacht ohne Beine und Arme auf. Alles klar. Das ist krass. Das ist krass. Das ist wirklich krass. Ja, dann gibt es hier noch die Lieblingsgerichte mit Knödel. Wer kennt sie nicht? Ist Knödel nicht der Hund von Jana Klar? Die Pleite-Dramen der Stars. Die schönsten Zugreisen der Welt. Das finde ich geil. Ältere Frau, jüngere Mann finde ich gut. Und wie gesagt, 49 Dinge, die wir Frauen alle können müssen. Bin tief entspannt. Ann-Kathrin Kramer. Kenne ich nicht. Habe ich bestimmt mal gehört, aber wir werden heute bestimmt wieder ganz viel meinen Freund Google brauchen. Liebe Männer, was turnt uns ab? Oh, geil. Ich liebe Klischees. Ein Leben ohne Kerle? Unvorstellbar. Doch es gibt Macken, auf die wir gerne verzichten würden. Da bin ich mal gespannt, auf was wir so verzichten würden, ja. Besserwisser. Oh Gott, ja, mein Freund ist so ein Besserwisser. Darauf kann ich wirklich verzichten. Aber ich weiß nicht, ob das nur Männer sind. Das sind ganz bestimmt auch Frauen. Oh, what's wrong with your hair? Schwarze Fingernägel. Ist kein Männerproblem, ist auch ein Frauenproblem. Frag mich, bevor ich Fingernägel hatte. Waren die auch immer nicht so unfassbar sauber und Oma meckert immer. Du kannst doch nicht das Haus verlassen. Macho-mäßiges Verhalten. Ja, gut, das kann man aber auch nicht verpauschalisieren. Ich würde mir niemals einen Mann nehmen, der sich darüber irgendwie definiert. Also, mein Freund ist auf jeden Fall kein Macho. So kann ich auch nichts mit anfangen. Und Brusthaare rasieren. Würde ich auch nicht so verpauschalisieren. Aber gut, kannst du mir gerne mal schreiben, magst du es, wenn die Brust des Mannes rasiert ist oder nicht? Ich würde jetzt nicht sagen, dass es für mich ein Abturner ist. Wenn er sagt, er rasiert seine Beine, ist schon komisch. Aber auch das, wenn das so, ach, ich bin einfach zu tolerant. Aber Brusthaare rasieren ist für mich kein klarer Abturner. Aber sag du mir das gerne mal in den Kommentaren. So, was haben wir denn hier? 7 Dinge, die uns beim Einkaufen den letzten Nerv rauben. Oh, jetzt bin ich gespannt. Jetzt bin ich gespannt. Also, schleifende Einkaufswagen. Oh, wirklich. Könnte ich ausrasten bei. Vielleicht sollten wir die Kamera ein bisschen weiter runter machen. Sonst sieht man dich die ganze Zeit gar nicht hier. Wirklich, das macht mich hier richtig wütend. Leere Regale. Ist mir gefühlt noch nie passiert. Also klar war mal irgendwas weg, aber dass ein Regal so leer war, wie es da drauf aussieht, ist mir noch nie passiert. Neue Ordnung. Das stimmt, Mann. Ich bin auch einfach. Gerade weil Einkaufen ist jetzt nicht so geil, Alter. Ich gehe jetzt Joghurt kaufen, sondern es ist so, boah, ich will ganz schnell da wieder raus, wie bei den meisten wahrscheinlich. Ist auch nicht so geil, wenn ich dann denke, Mann, die Eier standen noch letzte Woche noch hier. Ich esse keine Eier. Die Mandelmilch.
Die Kassenwahl, das stimmt, Mann. Ich habe das Gefühl, das ist Murphys Gesetz, dass ich mich immer an die falsche Kasse stelle, immer. Ich habe sogar mal eine Dokumentation darüber angeguckt, an welche Kasse man sich eher anstellen sollte und das funktioniert bei mir nicht. Ja, freche Vordrängle. Passiert mir eigentlich auch so nicht. Nee, passiert mir so nicht. Kuschelalarm in der Schlange. Ja, wenn du das Gefühl hast, komm auch noch einen Meter dichter, dann nehme ich dich Huckepack. Finde ich auch mal sehr gut. Ja. Und mürrische Kassierer. Ja, gut. Also finde ich auch nicht geil. So, ich habe auch mal in einem Klamottenladen hier in meiner Stadt gearbeitet, neben meiner Ausbildung, um ein bisschen Geld dazu zu verdienen. Ja, ich kann euch aber sagen, es ist manchmal auch ein richtig behinderter Tag, wenn du irgendwie für alles verantwortlich gemacht wirst. Klar solltest du natürlich so professionell sein. So, aber ich weiß auch, dass das manchmal nicht ganz so einfach ist. Also ich glaube, jeder hat mal einen schlechten Tag und den solltest du natürlich nicht auf Arbeit haben, aber das passiert. Nervig ist natürlich trotzdem, aber für mich jetzt kein absolutes Drama. So, hier kannst du für SOS Kinderdörfer spenden. Oh, hier. Was deine Nagelform über deine Persönlichkeit sagt. Oh, pass auf. Guck, ich weiß nicht, ob es nur natürliche. Nee, wahrscheinlich ist egal. Also, spitz ist es, bin ich nicht. Hier, eckig, rund, eckig. Ich bin schon eckig, rund, oder? Also ich will immer, dass sie die Ecken abrundet. Eckig rund. Okay, was sagt es? Diese Trägerin ist ein kreativer und aufgeschlossener Mensch, das stimmt. Dessen Fantasie immer auf Hochtouren läuft. Zahlen und Logik bereiten ihrem Kopf Schmerzen. Wow. Nein. Oh weia. Okay, das ist hart. Sie handelt lieber aus dem Bauch heraus. Zudem weiß sie, was sie will und kann sich durchsetzen. Das klingt tatsächlich ein bisschen nach mir, also das mit diesem... Also ich kann schon logisch denken. Oh, das ist ganz schön hart. Ja, es ist ganz schön hart. Die Pleitedramen dieser Stars, die ich wahrscheinlich alle nicht kenne. Also, wen haben wir denn hier? Elton John. Elton John kenne ich? Wow. Elton John. Verprasst. Ich verdiene, wer weiß, wie viel Geld im Jahr. Ich genieße mein Leben und ich liebe mein Leben. Lebensfreude ist eine schöne Sache. Überblick über die Finanzen aber auch. Bei Elton John 72 hapert es da. Kostenspielige Autosammlung, teure Schuhe und Schmuck, zahlreiche Immobilien... Was? Und Schmuck. Zahlreiche Immobilien in aller Welt. Bankrott 2002. Berappelte er sich wieder. Geschätzte Jahreseinnahmen 2019 40 Millionen Euro. Derzeitige Kontostand 340 Millionen Euro dürfte wieder für ein paar Autos und Häuser reichen. Ja, also ähnlich wie mein Kontostand auch. Ingrid Steger. Wer ist Ingrid Steger? Die hat es irgendwie auf jeden Fall verloren wegen Depressionen. Eigentlich stand sie durch Klimbim finanziell ganz gut da. Fiel aber unaufhörlich auf die falschen Männer rein, die sie nach Strich und Faden ausnahm. Und dann auch noch Depression. Sie öffnete Briefe nicht mehr, zahlte keine Rechnung. Das ist immer gut, auf jeden Fall. Das hilft dir immer aus deiner Situation raus. Das hat mich alles nicht interessiert, sagte sie. Am Ende eine Ulknudel auf Hartz IV. Ab 2011 wieder einige Rollen am Theater, 2019 erneut besorgniserregende Bilder. Wie chlorat sieht sie aus? Susan Atwell, die habe ich schon mal gesehen. Könnte sie aber auch nicht zuordnen. Ah, TV-Moderatorin, ja. Ich habe viel Geld verdient und ausgegeben. Um eigentlich Rücklagen zu bilden, habe ich in Häuser investiert, sagte die TV-Moderatorin Susan Atwell, 51. Ein Fehler, mein Ex-Mann und ich hatten uns inzwischen getrennt. Als er in die Insolvenz ging, wurde ich mitgezogen. Ich hatte Angst, meine Wohnung zu verlieren. Sie hatte nämlich extra einen Millionenkredit aufgenommen. Einen Millionenkredit aufgenommen, wollte ich sagen. Lese Leute auch schon wieder. Katie Karrenbauer. Die kenne ich auch. Ist es nicht die aus Frauenknast? Luft raus. Eigentlich zwingt die 57-Jährige so leicht nichts aus die Knie. Nur finanziell war bei ihr irgendwann die Luft raus. Sie hatte unter anderem in eine Traglufthalle in Hamburg, im Hamburger Hafen investiert. Sie wurde kurz vor der Eröffnung durch einen Sturm zerstört. Fuck. Okay, das ist richtig Pech einfach. Das ist ja mega Pech. 1,5 Millionen Euro futsch. Die
Insolvenzunausweichlich. Nach hartem Kampf ist sie seit 2011 wieder schuldenfrei. Wow, das ist ja super ärgerlich. Das ist richtig ärgerlich. Nicolas Cage. Kenne ich auch vom Sehen. Schlecht beraten. Okay, und Michelle war auch im 500.000er Minus. Alter. Ja, läuft bei euch. Also wirklich hier, wer ist denn hier noch? Herzogin Fergie, Matthias Reim, Mike Theusen, Grit Böttcher, Doris Becker, ja gut, das wissen wir, Pamela Anderson, wow, die auch, Horst Johnson. Haben auf jeden Fall auch alle hart verkackt. Oh, es gibt 3 Seiten. 3. Es geht ja noch weiter mit Nadia Abdel Farag. So heißt sie nicht, glaube ich. Hera Lind, Roberto Blanco. Aber ist auch kein Wunder. Die Leute, die du wirklich bei Dschungelcamp wieder siehst, die haben wahrscheinlich. Also Roberto Blanco war da auch im Dschungelcamp, oder? Helmut Berger, Wolfgang Lippert, wer auch immer das ist. Eva Herrmann, keine Ahnung. Jutta Seidel, ja gut, die kennt man. Franco Poth. So, kommen wir jetzt wieder zu wichtigen Themen. Und zwar 10 Fragen, die unser wahres Ich enthüllen. Wow. Willst du Möchtest du mit mir zusammen dein wahres Ich erfüllen? So, die erste Frage ist, wann war ich das letzte Mal stolz auf mich? Gerade erst am Freitag, als ich auf der Hochzeit gesungen habe von meiner Freundin, weil ich scheiße mir vor sowas immer hart ein. Die zweite Frage, was möchte ich, dass die Menschen bei meiner Beerdigung über mich sagen? Die sollen sagen, boah, Vivi, Alter, halt mal da oben den linken Platz für mich frei. War richtig geil, dann lachen wir da oben weiter. Also es gibt keine da oben, das weiß ich schon, aber das denken die Leute. Nein, die sollen einfach sagen, ey, das war so eine geile Sau, geil, dass ich die in meinem Leben hatte. Die lustige, coole, wunderhübsche. ja, auf jeden Fall. Das dritte ist, was hält mich davon ab, das zu tun, was ich gerne möchte? Die Kohle, Junge. Also, wenn ich wirklich das, hier steht, zu wenig Zeit, finanzielle Probleme oder einfach Angst zu scheitern. Überlegen Sie, was Sie hemmt, das zu tun, was Ihnen Spaß macht. Und so suchen Sie sich Unterstützung bei der Familie und Freunden. Vielleicht finden Sie eine gemeinsame Lösung, dass Sie Ihrem Ziel näher bringen. Also, mein Ziel näher bringen ist was anderes als, was hält mich davon ab? Denn was hält mich davon ab, sind einfach noch Jahre, die ich darauf hinarbeiten muss. Aber grundsätzlich weiß ich natürlich, was ich möchte. So, also ich möchte zum Beispiel irgendwann nicht mehr im Angestelltenverhältnis sein. Ich will jetzt nicht hier mit YouTube Vivi's Beauty Palace Konkurrenz machen, ne? Das wäre unfair. Aber nee, aber irgendwann wäre ich gerne mein eigener Boss. Also mein Bruder lebt mir das ja gerade vor und ich finde es geil so, wie der sich seine Sachen so einteilen kann. Dann möchte ich eigentlich auch noch ganz viel verreisen. Aber das ist natürlich alles eine Sache der Finanzen so. Also, ja, genau. Und das sind so Dinge, die mich gerade davon abhalten, das zu tun, was ich will. Denn würde ich morgen die 90 Millionen im Euro-Jackpot gewinnen, würde ich dir sagen, ich würde sofort, das wäre die erste Amtshandlung, wäre, meinen Job zu kündigen. Das zweite, was ich machen würde, wäre mir irgendwo ein geiles Haus am Meer zu kaufen, wo ich denke, ja Mann, hier fühlt sich das für mich an wie Zuhause und Urlaub zusammen. Und dann würde ich entweder irgendwas Geiles mit Musik machen, also entweder würde ich ein Tonstudio kaufen oder dafür bezahlen, dass sie irgendwas mit mir machen. und dann würde ich noch den Regenwald retten wahrscheinlich und nach Afrika fahren und irgendwelche hungrigen Kinder Essen geben und denen Schulbildung ermöglichen und solche ganzen coolen Sachen. Aber das kann ich gerade nicht, weil Katsching! Schreib mir doch gerne mal unten rein, was das wäre, was du eigentlich machen willst, aber was gerade noch nicht geht. Wen bewundere ich und warum? Ich glaube, ich bewundere meinen Bruder, weil das einfach mein absolut größtes Vorbild ist für mich. Ja, also immer wenn ich denke, Dinge gehen nicht, dann kommt mein Bruder und macht sie einfach. Und ich glaube, dadurch ist er einfach mein größtes Vorbild in ganz vielerlei Hinsicht. Sei es jobtechnisch, dass er gerade irgendwie sich selbstständig gemacht hat, obwohl die halbe Familie gesagt hat, oh, du hast doch studiert, mach doch irgendwas, was, ne, weich doch nicht vom eigentlichen Weg ab.
Und er hat es einfach gemacht. Oder auch, dass er jetzt in seinem veganen Lifestyle für seine Gesundheit so gut funktioniert, dass er so ein toller Papa ist. Also ich glaube, in allen Lebenslagen, gerade Persönlichkeitsentwicklung, ist er einfach der, auf den ich aufschaue. Falls du das Video noch nicht gesehen hast, wo ich erkläre, warum ich mit YouTube angefangen habe, wo ja auch mein Bruder einen großen Anteil dran trägt, verlinke ich dir das nochmal unten in der Infobox und auch die Kontaktdaten zu meinem Bruder. Der hat nämlich auch YouTube und Instagram. Findet ihr alles unten in der Beschreibung. Könnt ihr mal vorbeischauen. Wofür kann ich mich begeistern? Also ich kann mich für so viele Dinge begeistern. Ich bin aber auch leicht zu begeistern. Das ist bei mir nicht so schwer. Aber besonders natürlich für Musik und überhaupt für soziale Projekte. Wofür bin ich heute dankbar? Ja, Dankbarkeit ist ja eine Sache, die gar nicht unbedingt große Meilensteine sein müssen, sondern man kann ja über alles Mögliche dankbar sein. Ich bin total dankbar, dass ich mit meinem Bruder so ein tolles, gutes Verhältnis habe. Ich bin total dankbar, dass ich angefangen habe, YouTube zu machen und so eine tolle Community habt, die immer so viele coole Sachen schreiben oder mir auch auf Instagram schreiben. Ich freue mich immer mega, mit euch in Austausch zu kommen. Dann bin ich total dankbar, dass ich einen Beruf gewählt habe, wo ich jeden Tag denke, ich mache die Welt ein bisschen besser und was sich auch für so den sozialen Bereich immer noch gut bezahlt ist, war das Deutsch, glaube ich nicht. Genau. Also ich bin für ganz, ganz, ganz viele Sachen dankbar. Ich bin für meine Familie sehr dankbar. Ich versuche auch immer dankbarer zu sein, muss man sagen. Manchmal male ich auch meine Welt kunterblau-dunkelbunt, ne? Aber ja, eigentlich bin ich für sehr, sehr viele Sachen dankbar. Was wünsche ich mir in meiner Beziehung? Also, ich finde, Beziehungstypen sind ja immer ganz unterschiedlich. Es sind die, die ganz viel Zeit miteinander verbringen, was ich total schön finde. Mein Freund ist da einfach nicht so Typ für. Also meine Beziehung ist jetzt gerade anders als die, die ich vorher hatte, weil die schon sehr eng und ganz viel zusammen machen waren. Aber mit meinem Freund habe ich ganz viel Freiheiten, ganz viele Möglichkeiten. Der macht diesen ganzen Kram für YouTube, also dieses ganze Steuergedöns macht er mir und Buchhaltungsgeschichten, also der unterstützt mich da total. Also es ist auch total emotional. Ich habe auch das Gefühl, dass er mich zu 80% immer versteht oder auf jeden Fall das akzeptiert. Also ich habe schon eine super schöne Beziehung und ich würde es mir auch gerade gar nicht anders wünschen. Wenn ich morgen sterben würde, wen würde ich heute dann noch gern sehen? Also mein Freund sowieso, mit dem wohne ich ja auch zusammen. Dann auf jeden Fall meine Mama. Auf jeden Fall meine Mama. Mein Bruder auf jeden Fall auch. Mein Papa auch. Und meine Katze Teddy. Und meine ganzen Freunde sind natürlich auch Herzensmenschen für mich. Aber ich glaube, auf der emotionalen Ebene würde ich mich für die entscheiden. Den Rest würde ich anrufen und sagen, Alter, hab trotzdem noch ein geiles Leben und lebe das für mich mit. Ich glaube, das wären so die prägnantesten Personen für mich. Die vorletzte Frage ist, wenn ich 1 Million Euro gewinnen würde, würde ich meinen Job aufgeben? Ich habe bei 90 Millionen gesagt, ja. Bei 1 Million würde ich dann, glaube ich, den Sprung in die Selbstständigkeit wagen und dann hoffen, dass das reicht. Ansonsten kann ich immer wieder in meinen Beruf einsteigen. Also ja, würde ich. Wenn ich einen Tag nochmal erleben könnte, welcher wäre das? Oh, das ist schwer. Das ist richtig schwer. Ich habe gerade so überlegt, wenn geliebte Menschen sterben, gibt es bestimmt immer Situationen, wo man sagt, das will ich nochmal erleben. Und mein Opa ist gestorben bereits, meine Uroma sind gestorben. Aber ganz pauschal, welchen Tag würde ich nochmal erleben wollen? Ich weiß nicht, ob das zählt. Es gibt ein Mädchen aus meiner Schule, die war 2 Klassen unter mir. Ich will nicht, dass mein Video demonetarisiert wird, aber ja, der ist was Tragisches passiert, was er sich selbst zugefügt hat. Ich will nicht das Wort benutzen, weil dann, ne? Schlussfolgert YouTube wieder, dass es nicht für die Welt da draußen bestimmt ist. Und ich glaube, an dem Tag, wo sie diese Entscheidung gefasst hat, ich keine Ahnung, was ich an dem Tag gemacht habe, den Tag würde ich gerne nochmal erleben, um ihn zu ändern. Um mir zu sagen, pass auf, das ist alles gerade ganz dunkel bei dir, aber das wird wieder. Und ihr Leben war schon echt nicht schön. Aber das schaffst du und wir schaffen das. Und du kannst, also ne, wir hatten keine Bindung, aber ich finde es trotzdem ganz furchtbar. Und ihr einfach Mut machen und sie von dem, was sie da plant, abzuhalten. Und sie dann anschließend in die Klinik zu verweisen. Aber wenn es jetzt wirklich darum geht, was würde ich nochmal genauso erleben wollen,
glaube ich, wären das einfach diese ganz epischen Abende mit meinem Bruder früher, als er noch kein Kind und noch keine Freundin hatte. Haben wir einfach manchmal Zocker-Wochenenden gemacht oder einfach nur Ramon und Vivi gewesen, die einfach cool miteinander waren, Musik gemacht haben. Das war einfach immer super schön. Aber ansonsten gibt es natürlich ganz viele Szenarien, die super schön waren. Aber mir würde jetzt ganz konkret gar nicht so richtig einfallen, wo ich sagen würde, genau so hätte ich es gerne nochmal erlebt. Ältere Frau, jüngerer Mann. Zum Beispiel Heidi Klum und Tom Kaulitz. Also ich kann dir sagen, ich finde es, ich bin ja richtig entspannt, ne? Ich finde, jeder sollte genau das tun, was er richtig findet. Und Liebe ist auf jeden Fall kein richtig und kein falsch. Deswegen denke ich auch immer, ey, wenn sich das für dich richtig anfühlt, dann wird es für dich auch richtig sein. Dann mach es auch ganz genau so. Ja, also ich bin da tiefenentspannt. Natürlich ist es irgendwie komisch, wenn mein Vater jetzt irgendwie eine Tochter hätte, die irgendwie jünger wäre als ich. Das wäre schon seltsam, muss man ganz klar sagen. Also so wie der Wendler, das wäre schon richtig, richtig seltsam für mich, weil ich denken würde, Papa, Alter, hast du ein bisschen Töchterkomplexe hier? So, also in meiner eigenen Familie müsste ich das nicht haben. Wenn mein Vater sich jetzt eine 90-jährige Frau nehmen würde, würde ich sagen, ey, viel Glück damit, so. Aber so in meinem Alter wäre seltsam. Aber ansonsten, meine Oma und mein Opa haben auch 13 Jahre Unterschied und das war ja für die damalige Generation schon nicht so üblich. Und bei denen funktioniert das super und die lieben sich gefühlt wie am ersten Tag. Deswegen, Mann, wenn sich das für dich richtig anfühlt, unbedingt machen. Die nächste Seite ist einfach, so überlebte ich einen Flugzeugabsturz. Ich schwöre dir, wenn du mal einen Flugzeugabsturz überlebst, Alter, dann sollte das auf jeden Fall so sein. Und dann hast du deine Aufgabe in diesem Leben. Auch wenn ich an sowas nicht glaube, aber überlebt man einen Flugzeugabsturz, wo alle anderen sterben. Das ist schon ein bisschen zu doll. Was ab 60 alles besser wird. Du musst nicht mehr arbeiten. Na gut, fast nicht mehr. Du wirst sinnlicher, das Leben wird entspannter, das Glück wartet jeden Tag auf dich. Ja, ja. Der Fokus liegt auf anderen Dingen. Ja, auf jeden Fall. Alter, hier ist ein Beitrag, das ist ja richtig geil. Mein Kind sieht einfach nicht aus, Hotelmama. Ich schwöre euch, wann bin ich denn bei meiner Mutter ausgezogen? Wie lange wohne ich in dieser Wohnung? 2 Jahre? Davon. Also mit 20 oder 21 bin ich jetzt aus dem Elternhaus ausgezogen. Wenn hier jetzt steht... Ah, nee, okay. Ah, okay, okay. Geht um ein 26-jähriges Kind. Aber du, hätte ich nicht gemusst, würde ich da noch wohnen. Aber bei uns war die Situation auch ein bisschen anders. Meine Mama war schon ausgezogen. Ich habe nur noch in meinem Elternhaus gelebt. Mit meinem Ex-Freund. Hier, 62% der 18- bis 24-Jährigen leben noch bei ihren Eltern. Also in meinem Elternhaus, muss ich korrigieren. Ne? Habe ich ja gerade schon. Und ja, bis 20 habe ich oder 21 habe ich da auf jeden Fall auch gelebt. Dann würde mich halt nicht los. Aber kann sein Kind, also ich stelle mir das halt auch schwierig vor, weil kann sein Kind ja auch nicht einfach rausschmeißen, oder? Alter, hier ist ein Bericht, dass ein 30-Jähriger die Eltern verklagt hat, weil sie wollten, dass er auszieht. Einen Monat später gab er aber auf und hier steht das ja krass. In Deutschland hätte Michael den Prozess wohl gewonnen, zumindest nach aktueller Lage des Gesetzes. Alles klar. Wie kann denn dein tiefes Bedürfnis sein? Es tut mir leid, dass ich mich hier überall jucke. Aber wie kann denn dein tiefes Bedürfnis sein, für immer bei deinen Eltern zu leben? Ist schon abgefahren. Dianas Tod veränderte mein Leben. Oder Dianas, Entschuldigung. Entschuldigung, Diana. Ja, hier ist gar nicht mal so viel Trash drin. Also ja, die reden schon darüber und so, aber es ist jetzt nicht so mutmaßend wie andere Dinge. Ja, hier haben wir mal wieder... davon ist echt viel in dieser Zeitschrift. Von irgendwelchen Klamotten gedöns hier. Und noch eine Seite. So. 15 Tipps, die 10 Jahre jünger machen. Alter, 10 Jahre jünger bedeutet, Junge, ich wäre 14. Mal gucken. Schimmerkur. Bei sprühen, splissigen Haaren wirken Joghurt und Honig wie Balsam. Zitronensaft glättet die Haarschuppenschicht. Dadurch reflektiert sie das Licht. Effekt der Glanz für eine Repairkur. 2 Esslöffel Joghurt, 1 Esslöffel Honig und ein... Honig und Zitronensaft mixen, aufs feuchte Haar geben und nach 30 Minuten ausspülen. Ob Zitronensaft, das ist ja eine Säure, so gut ist, weiß ich nicht. Falls da irgendjemand Ahnung von hat, schreibt es mal gerne in die Kommentare. Wow, Wellen über Nacht. Für haarschonendes Styling setzen Langhaarprofis auf diese Methode. 20 Blatt reißfestes Haushaltspapier halbieren und Röllchen eindrehen. Das handtuchtrockene Haar strähnchenweise darüber eindrehen und Enden verknoten, über Nacht trocknen lassen.
Das sieht so aus. Ich müsste das eigentlich heute Nacht machen, um uns zu zeigen, dass es bei mir wieder mal nicht funktioniert. Soft Shampoo. Mit zunehmendem Alter werden Kopfhaut und Haare sensibler. Profis empfehlen deshalb auf Shampoos mit aggressiven synthetischen Insidien verzichten. Besser Shampoo mit waschaktiven Aminosäuren, die Säureschutzmantel der Kopfhaut und Haare stärken sollen. Okay. Beauty Snacks, Mandeln. Ja, Mandelkerne haben ja viel Omega-3-Fettsäuren irgendwie und deswegen ist es gut für Haut und Haar. Clever Tipp, Frühstücksei. Nee, da bin ich raus. XL Pony. Ein langer, fransiger Pony kann Stirnfältchen kaschieren. Also, so weit sind wir noch nicht hier. Es sieht aus wie ein Babypopo. 8 raffinierte Softstufen. Boah, ist das langweilig. Sauer macht schön. Spray mit Fingern auftragen. Shampoo einarbeiten. Haarkissen für XL-Duft. Puder gibt Volumen. Helles Köpfchen. Blond ist die Jungfarbe fürs Haar. Okay, wenn du blond bist, siehst du einfach aus wie 14. Du siehst es ja bei mir. Beauty Kick. Vitaminmangel. Dünne Haare. Haare dünner, wollte ich sagen. Spitzenschwung. Okay, wow, das war richtig langweilig. Die besten Beauty-Hacks. Sauerstoff für rosigen Teint. 5 Minuten lang. Frische Luft tanken ist genau das Richtige für die Haut und ihre Nachtarbeit zu unterstützen. Nachtarbeit? Außerdem hilft der Sauerstoff, die Säuredepots im Bindegewebe zu leeren, was für straffere Haut sorgt. Tschüss, Knitterfalten. Es ist auch langweilig. Beauty News. Nein. Der Vater meiner Tochter wollte eine Abtreibung. Ja? Also muss ich mal sagen, Abtreibung ist ja auch so ein Thema, ne? Ich glaube, dieses Video wird entmonetarisiert, ist egal. Also ich finde, das ist halt auch so eine Sache. Ja, du kannst mir ja gerne mal deine Meinung sagen. Also ich bin da ja ganz offen, ne? Und du musst mich auch nicht angehen, du kannst auch ganz vernünftig sagen. Abtreibung ist so eine Sache. Ich finde, du als Mann musst auf jeden Fall aufpassen, dass es nicht passiert und du als Frau eben auch. Wenn es dann passiert, ungewollt, und die Frau sagt, ich möchte das aber und der Mann sagt, nee, ich aber nicht, ist es immer so, ja, es ist so auf einer Schneide, ne? Auf so einer Schwertschneide. Ich finde, die eine Seite, ja, also du wirst dann Vater, ohne dass du es willst und du kannst nichts dagegen tun. Andererseits bist du natürlich als Frau, aber es ist dein Körper und deine Entscheidung. Finde aber, also ich kann mich schon verstehen, wenn Männer sich da total hilflos fühlen. Klar musst du vorher dafür sorgen, dass es am besten nicht funktioniert, aber wir wissen ja alle, dass es einfach mal passieren kann. Und dann als Mann immer kein Mitspracherecht haben, ist auch echt schwierig, ne? Aber keine Ahnung, wenn ich in der Situation wäre, dass ich denke, nee, Alter, ich will dieses Kind behalten, es ist mein Kind, ich will das. Und mein Freund sagt, hä, nee, und so. Schwierig. Aber ich könnte es auch verstehen, weil er kriegt das Kind zwar nicht, aber er ist dann trotzdem Vater bis Ende seines Lebens, ne? Ja, schwierige Sache. Oh, jetzt kommt mein Thema hier. 49 Dinge, die jede Frau können sollte. I love it. Also, ich schwöre, ich zerreiße sie, habe ich gesagt, ne? 49 Dinge, die jede Frau können sollte. Kochen, putzen, Kinder hüten. Heutzutage müssen Frauen ganz andere Talente haben, um den Alltag zu meistern. Sektflaschen öffnen. Das kann ich. Möbel aufbauen. Wer kann denn Möbel aufbauen? Kennt ihr das Lied von Montreal? Sie sucht doch einfach nur den Mann, der einen Schrank aufbauen kann. Genau das suche ich. Nee, genau das habe ich. Tagebuch führen. Warum muss ich das können? Muss man das, also, welche Qualifikation müsste man denn haben, um es nicht zu können? Also, oder müssten fehlen? Jeder kann doch. Okay. Vegan kochen. Muss ja nicht jeden Tag sein, aber wer Tiere liebt, sollte das auch im Alltag zeigen. Ja, das kann ich. Rückwärts einpacken. Rückwärts einpacken ist ja wohl das Einfachste der Welt. Seitwärts einpacken ist schwierig. Coole Fotos, die kann ich auch. Ein Auto kaufen könnte ich bestimmt auch. Also musste ich noch nie. Doch, ich zeige es euch mal. Ich kann dir sagen, das ist. Hallo? Das ist eine meiner einfachsten Übungen. Also, das habe ich mal so ein ferngesteuertes Auto meinem Freund gekauft. Ist gar nicht so schwierig. Und ich habe meinem Neffen jetzt einen Bus gekauft. Kriegt er zum Geburtstag, also unter anderem. Also, Auto kaufen kann ich. Tasche packen.
Schmerztabletten, Kondome, Taschenmesser? Seien Sie bereit für jede Lebenslage? Ich weiß nicht. Okay. Mhm. So, das achte. Ich habe es gerade schon übersprungen. Sonnengruß, Yoga entspannt. Also ich habe den Sonnengruß schon gemacht, weil ich seit zwei Malen schon Yoga mache. Und da machen wir auch den Sonnengruß. Das ist so eine Präventionsgeschichte von meiner Arbeit aus. Ob man das können muss als Frau, ist jetzt so die Frage. Pony kürzen. Nicht für jede Kleinigkeit muss man zum Friseur. Sparen Sie das Geld für Wichtigeres. Das entscheide immer noch ich. Ein Ehrenamt macht stolz und gibt neue Kraft. Erzähl es meiner Fünffachmutter übrigens. Du solltest noch jeden Tag Yoga machen. Vegan kochen. Coole Fotos. Pony schneiden. Achso, und mach doch noch ein Ehrenamt nebenbei. Also keine Frage. Sowas ist natürlich cool, ne, wenn du dafür Zeit hast. Aber das ist nichts, was eine Frau können sollte. Pfeifen. Kann ich. Selbstverteidigung. Alter, das brauche ich nicht. Die bringen mich nach, naja, spätestens 3 Stunden wieder zurück. Kuchen backen. Kann ich. Konditorkind. Einkauf planen. Wer plant seinen Einkauf? Okay, wenn du Kinder hast, planst du wahrscheinlich deinen Einkauf. Ich kaufe ein für das, was ich Bock habe. Oder wenn ich was ganz Bestimmtes kochen will, dann, ja, dann kaufe ich natürlich genau das ein. Das heißt der Einkaufplan. Also kann ich das. Höhepunkte. Ohne, ich kann es nicht sagen, sonst wird es demonetarisiert. Ohne das andere Wort für Höhepunkt. Macht Höken nur halb so viel Spaß. Falls Sie nicht loslassen können, Höhepunkte kann man lernen. Zum Beispiel bei einem Knick-Knack-Therapeuten. Und sagen Sie, was Ihnen im Bett gut tut. Weiches Kopfkissen zum Beispiel. Lachen, lachen kann ich. Herzmassage, eine Herzdruckmassage kann ich auf jeden Fall auch. Merlot erkennen. Was ist ein Merlot, Junge? Und natürlich auch Pinot Noir und Riesling. Ein guter Wein. Wow. Das kann ich auf jeden Fall nicht. Alkohol trinken. Das kann mir ja eher ernst sein. Warum muss eine Frau Alkohol trinken? Können wir uns bitte noch mal kurz darüber unterhalten, was das für ein Bullshit ist? Wahnsinn. Wahnsinn. Grill anzünden. Könnte ich bestimmt auch. Loslassen. Freundschaft, Job, Partnerschaft beenden. Kann ich. Witz erzählen kann ich. Soll ich mal einen erzählen? Nee, komm, lassen wir. Brust abtasten wegen Brustkrebs. Ja, kann ich. Schminken kann ich. Aber muss man auch nicht können. Und kann ich auch nicht besonders gut. Rente planen. Kann ich noch nicht. Aktien kaufen. Nein. Ein Abseits erkennen. Das kann ich dir tatsächlich aufmalen. Wenn du genug Daumen hoch da lässt und mir es in den Kommentaren sagst, dann kann ich euch gerne mal zeigen, was Abseits ist. Aber ich muss es dafür aufmalen. Ach scheiße, sind ja 49 Dinge hier. Kontra geben, das kann ich am besten. Weinen kann ich auch sehr gut. High Heels tragen kann ich überhaupt nicht. Werde ich in diesem Leben auch nicht mehr können. Dessous wählen kann ich auch. Laufmasche, Kitten kann ich auch. Hatte ich jetzt gerade erst bei einer Hochzeit, hatte ich leider keinen Nagellack mit und auch kein Haarspray. Nein sagen kann ich sehr gut. Na, geht so. Aber kann ich. Lieben sollte ich können. Schweigen geht so. Ja, kann ich manchmal, wenn ich mich dazu zwinge. Müde lächeln. War das müdes Lächeln? Flirts erkennen. Ja. Aufgaben verteilen, Wahnsinn, das kann ich am besten. Das mache ich mit meinem Beruf jeden Tag. Wandern kann ich bestimmt auch, streiten. Ja, ich heule mir viel denn. Flunkern, ich bin tatsächlich nicht so sehr gut im Lügen. Ich glaube, man erkennt es immer sehr schnell. Ich glaube, mein Freund würde es auch sofort erkennen. Also kann ich nur so semi. Familie einladen kann ich auch. Kritik verkraften kann ich eigentlich auch, wenn ich nicht meine Periode habe. Und hochstapeln. Weiß ich jetzt nicht. So, hier ist noch was echte Kerle können müssen, Alter. Einen Heiratsantrag machen, eine Bierflasche ohne Öffner öffnen, das kann ich auch. Die Dessous-Größe der Partnerin kennen, das kennt er, glaube ich. Spinnen entfernen. Spinnen ja, Hornissen nein. Dirty Dancing mit der Partnerin gucken, habe ich selbst noch nie gesehen, muss er auch nicht. Tanzen und kochen kann er. Die Partnerin massieren kann er. Kinder erziehen, who knows.
und die Frau als Chef akzeptieren. Allerwichtigste. Ja, hier ist noch, also ich muss sagen, ich finde die gar nicht so trashig. Also einige Sachen sind halt auch so okay, aber die ist nicht so abgefuckt wie die letzte. Ich kann dir sagen, hier steht jetzt, Social Media kann Depressionen auslösen. Das stimmt. Und jetzt hier geforscht, was Forscher so rausgefunden haben, bla bla bla. Fehler machen schlau, warum es mehr Rechtshänder gibt. Meine beste Schlankwoche. Das sieht alles gar nicht so scheiße aus. Geil, Alter, ein Gemüse-Wrap. Hier jetzt auch richtig Bock drauf. Meine beste Schlankwoche. Habe ich gerade schon mal gesagt, ne? Über 30 cm Schlanke an der Taille. Mit Formline, nehmt kein Formline. Das ist irgendwie krebserregend. Also alles gefühlt. Aber das besonders. Corsa Cordalis war eine große, die größte Enttäuschung meines Lebens. Nett. Wie wir beweglich und fit bleiben. 20% der Deutschen leiden unter Gelenkproblemen. Ja gut, dafür musst du dir aber nicht so eine Zeitung kaufen. Das kannst du auch in der Apotheke oder bei deinem Arzt nachfragen. Also viel bewegen, das ist ja wohl klar. Kalzium reich ernähren, okay. Nicht schwer tragen. Treppen steigen, schonend hinknien. Keine Stilettos. Die hohen Absätze behindern Absätze. Runter mit den Pfunden, das ist auch, denke ich, klar. Umso mehr du an Masse tragen musst, umso mehr muss dein Körper und deine Gelenke aushalten. Richtig aufstehen, wenn sie längere Zeit auf dem Sofa oder Sessel gesessen haben, nutzen sie zum Aufstehen die Armkraft, um Hüfte und Knie zu entlasten. Okay, die richtige Haltung, auf weichen Sohlen laufen, Schluss mit Zigaretten sowieso. Meine Mom hört jetzt übrigens auf. Mutti, ich erzähle jetzt kurz der ganzen Social-Media-Welt, damit das Druck auslöst. Wenig Wurst und Fleisch, das ist auch klar, denke ich. Ja. Und es gibt hier sogar eine richtige Yoga-Session, was deinen Gelenken so hilft. Das ist auch ein krasser Beitrag, Mann. Ich habe öfter an Sterben als an Sex gedacht. Jetzt habe ich das S-Wort gesagt. Ich weiß gar nicht, wer du bist. Doch, den habe ich schon mal gesehen. Wer ist er denn? Wo steht's denn? Nick Nolte. Ich weiß auch nicht. 5 Pflege gerade einfach erklärt. Das kannst du dir auf jeden Fall auch, weiß ich auch nicht, nicht von mir erklären lassen. Gesunde Ernährung bei Migräne. Wahnsinn, das ist ja mega spannend. Ich habe ja Migräne. Das sollten sie vermeiden. Brot, Brötchen aus Weizenmehl, bla bla bla. Das werde ich mir auf jeden Fall nochmal entspannt durchlesen hier. Unsere 7 wichtigsten Hormone. Das ist richtig krass. Das ist gar nicht so trashig, wie ich dachte. Das ist halt voll. Vorsicht, Pilz. Jetzt wird hier noch was über Fußpilz erklären. Blutvergiftung, Symptome oft nicht erkennbar. Ah, da habe ich hier die Apothekenumschau. Da habe ich hier... Warum haben andere Frauen immer bessere Männer? Wer hat sich das von euch auch schon mal gedacht, dass man so denkt, oh mein Gott, dein Freund ist ja voll süß und meiner? Was Paare neidisch macht? 38%, ein Paar wirkt verliebt wie am ersten Tag. 27%, ein Paar hat Spaß miteinander. Okay, John und ich, wir haben auch Spaß miteinander. 24%, das Paar hat mehr Geld zur Verfügung. 18%, das Paar hat ein gemeinsames Hobby. Okay, das ist echt cool. 11%, das Paar hat mehr Sex. Herzlich willkommen in Deutschland. 11%, das Paar streitet sich kaum. Wir streiten uns auch kaum. 9%, das Paar hat interessante Freunde. Okay. Die richtige Meditation für jedes Problem. Alter Schwedemann. Hilfe, ich habe ein Date. Wenn mein Freund es sagt, dann knallt's. Nie mehr Aktienchaos. Passiert mir nicht, ich habe keine. Welches soziale Netzwerk passt zu dir? Da kann ich gleich mal einklingen. Ich habe übrigens auch Instagram, wenn du mir da folgen willst, mach das gerne. Ich finde alles in der Infobox. Meine Mutter behandelte mich bis zuletzt wie ein kleines Kind, sagt Sky Dumont. Den kenne ich übrigens. Den hatte meine Mutter mal in der Hotline. Die hat damals noch in der Hotline von der Deutschen Bahn gearbeitet und der war sehr, sehr unfreundlich, hat Mutti erzählt. Unabgehoben. Lieblingsgerichte mit Knödeln. Coole Kuchenrezepte, cool. Die kriegt Mutti. So, hier sind wieder ganz viele Rätsel. Ich dachte, mein Freund hat es hier gelöst. Oh! Hat er das nicht gelöst?
Da hat er hier gleich noch was zu tun. Also hier sind richtig viele Rätsel drin, wollte ich dir kurz sagen. Oh, wir müssen uns nochmal hier kurz mein Sternzeichen gönnen. Aber die Zeichnung war gar nicht so trashig, wie ich dachte. Krebs. Zum Start ins Jahr 2020 probieren Sie Neues aus. Wagen auch unüberlegte Handlungen und wollen Ihr Leben in vollen Zügen genießen. Nur im Job ist Vorsicht geboten, damit Ihr Tatendrang nicht zu Fehlern führt. Wir machen jeden Tag Fehler und Fehler sind gut. Hört auf, so negativ zu behandeln. Was Ihnen nicht einmal Ihre beste Freundin verrät. Jetzt bin ich ja gespannt. Natürlich reden Frauen über Knickknack. 74% der Frauen sind bisexuell, ergab die Studie aus Essex. Hast du schon einmal vorgestellt, mit meinem Mann zu schlafen? Okay, das sind witzige Fragen, die würde ich jetzt eigentlich gerne Lisa stellen. Aber ich glaube, Lisa kommt aus der Nachtbereitschaft und schläft noch. Schade. Welche Sextoys benutzt du? Hast du schon ungewöhnliche Fantasien umgesetzt? Durchschnittlich 19 Mal pro Tag denken Frauen an Knickknack. Beliebte Fantasien, Knickknack mit mehreren Partnern, Fesselspiele und von anderen beobachtet werden. Falls Ihnen der Mut zur Umsetzung fehlt, wie hat Ihre Freundin Ihren Partner überzeugt? Okay. Worauf hast du dich eingelassen, obwohl du es nicht wolltest? Darüber rede ich tatsächlich mit meiner besten Freundin. Also es gab da mal so einen Vorfall, da haben wir darüber gesprochen. Also das würde ich jetzt nicht sagen, würde ich sie nicht fragen. Fünftens, hast du dich schon mal vergewaltigt gefühlt? Da haben wir auch schon drüber gesprochen. Sechstens, woran denkst du bei Selbstbefriedigung? Das habe ich tatsächlich sie noch nie gefragt, weil es mich einfach nicht interessiert hat. Aber ich konnte mit ihr drüber sprechen. Denkst du beim Sex jemals an jemand anderen? Nee. Ich glaube, sie auch nicht. Was tönt dich ab? Da haben wir bestimmt auch schon mal drüber geredet. Möchtest du mal Sex mit mir haben? Darüber haben wir noch nicht gesprochen, weil es, glaube ich, nicht in Frage kommt einfach. Ja. Also es ist schon ein bisschen überspitzt zu sagen, darüber würdest du niemals mit deiner Freundin sprechen. Bullshit. Die Natur kennt keine Monogamie. Das ist ein total spannendes Thema. Sag mir gerne mal, was du dazu sagst. Also ich glaube, dass der Mensch wirklich so konzipiert ist, dass es sowas tatsächlich nicht so gibt oder nicht so alltäglich ist. Aber man passt sich ja auch an. Ich meine, wir gehen auch nicht mehr auf allen Vieren. Ne? Aber sag mir mal gerne, was du dazu so sagst. Und damit haben wir sie auch ausgelesen. Ich würde sagen, wir schnacken gar nicht mehr lange. Das Video geht schon mega lang, über eine Stunde schon wieder. Der Rohschnitt, der Rohrahmen. Du kannst mir gerne in die Kommentare schreiben, was du so siehst, wie du das so fandest. Gib dem Video gerne einen Daumen hoch. Ich blende hier nochmal einen Kommentar ein, über das ich mich gefreut habe. Vielen Dank, dass ihr immer so aktiv seid. Und mach die Glocke gerne an, denn ich habe noch keine festen Upload-Termine. Dann kriegst du auf jeden Fall immer mit, wenn ich irgendwas hochlade. Und damit würde ich sagen, verabschiede ich mich heute von euch. Und ich hoffe, dass es jetzt auch wieder mehr Videos gibt, wenn es weniger stressig ist. So, und damit verabschiede ich mich bei euch. Und wir sehen uns beim nächsten Video. Hoffentlich kommen jetzt in Zukunft wieder mehrere. Tschüssing!